Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wenn man Daten von einem Hardware-RAID wiederherstellt, das auf der Hauptplatine eines PKs erstellt wurde, wie man das Laufwerk ersetzt und was zu tun ist, wenn die Hauptplatine des Computers ausgefallen ist. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. RAID hilft, die Datenübertragungsgeschwindigkeit zu verbessern und bietet Fehlertoleranz, weshalb es weltweit weit verbreitet ist. Viele Benutzer wählen RAID, um wichtige Daten sicher zu speichern. Allerdings ist auch bei RAID ein Datenverlust nicht ausgeschlossen. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Stromausfall, plötzliches Herunterfahren des Systems, Hardwarefehler, Administratorfehler usw. so geschehen. Und unabhängig davon, welche Ursache einen RAID-Datenverlust verursacht, stellt sich als erstes die Frage, wie man Daten aus einem solchen Array wiederherstellen kann. Im Folgenden wird betrachtet, was zu tun ist, wenn die Hauptplatine, auf der das RAID montiert wurde, ausgefallen ist beim Konfigurieren, Erstellen des Arrays, die falschen Laufwerke ausgewählt werden oder das Array versehentlich gelöscht wurde. Wenn eine Festplatte im Array ausfällt, werden von den Hochfahren des Betriebssystems RAID-Statusinformationen angezeigt, die darauf hinweisen, dass die Festplatte ausgefallen ist. In meinem Fall ist es das fünfte RAID. Um das ausgefallene Laufwerk durch ein neues zu ersetzen, öffnen Sie das Menü Intel Rapid Storage Technology. Drücken Sie dazu beim Button die Tastenkombination Storage plus L. Hier sehen Sie eine Liste aller Ihren Laufwerke und die Seriennummer verrät Ihnen, welches ausgefallen ist. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie das Laufwerk ab. Checken Sie dann das Arbeitslaufwerk an seinem Platz und starten Sie den PC. Öffnen Sie das Interest-Menü und Sie werden aufgefordert, das beschädigte Array zu reparieren, indem Sie ein neues Laufwerk von der Wiederaufbau hinzufügen. Drücken Sie die Eingabetaste und das gewünschte Laufwerk auswählen. Dann ändert sich der RAID-Status zu Rebyte und unten erscheint eine Meldung, die besagt, dass Volumes mit dem Status Reboot im Betriebssystem neu erstellt werden. Drücken Sie 6 zum Beenden und Button des Betriebssystems. Wenn Sie versehentlich die falsche Festplatte für die Neuerstellung angegeben oder Laufwerke vom RAID-Array ausgeschlossen haben, wird die Festplatte nach dem Start des Betriebssystems beschädigt und auf alle darauf gespeicherten Informationen kann nicht mehr zugegriffen werden. Verwenden Sie das Dienstprogramm Hetman RAID Recovery, um Daten von einem beschädigten Array abzurufen. Das Programm ist in der Lage, Daten von nicht funktionierenden RAID-Arrays oder den darin erhaltenen Festplatten wiederherzustellen. Es sieht alle Informationen über die Hauptplatine, auf der das Disk-Array erstellt wurde, aus dem System ab, rekonstruiert das ausgefallene RAID und ermöglicht es, wichtige Informationen darauf zu kopieren. Wie Sie sehen können, hat das Programm die Parameter des beschädigten RAIDs erkannt und es automatisch wiederherstellt. Detaillierte Informationen über das Array werden unten im Fenster angezeigt. Bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie ein Laufwerk mit ausreichender Kapazität für die wiederherzustellenden Informationen haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und führen Sie schneller Scan aus. Das Programm hat alle verbleibenden Informationen auf dem Laufwerk gefunden und angezeigt. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo die Daten gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, liegen alle Dateien in dem angegebenen Ordner.
Wenn Schnellscan die benötigten Dateien nicht gefunden hat, führen Sie die vollständige Analyse durch. Dieses Vorgang nimmt mehr Zeit in Anspruch, findet aber alle Informationen, die auf den Datenträger verblieben sind, einschließlich die gelöschten Dateien. Wenn die Hardware ausfällt und das Motherboard defekt ist, kommen Sie nicht ohne zusätzliche Datenrettungssoftware aus, wenn die Laufwerke an einen anderen PC angeschlossen sind. Das liegt daran, dass das ein anderes System nicht erkennen kann, dass die Laufwerke zuvor zu einem RAID-Array zusammengeschlossen waren. Und in der Datenträgerverwaltung bietet es an, sie für die weitere Verwendung zu initialisieren oder zu formatieren. Auf keinen Fall sollten Sie dem zustimmen, da dadurch eventuell noch vorhandene Daten auf den Laufwerken überschrieben werden können. Das Dienstprogramm sammelt automatisch das verlorene Festplatten-Array von den Laufwerken. Scannen Sie das Laufwerk und stellen Sie die gewünschten Daten wieder her. Hetman RAID Recovery hilft Ihnen, Ihre Daten wiederzubekommen, auch wenn Sie Ihr RAID aus dem Intel RSD-Menü löschen. Wie Sie sehen können, hat das Programm auch in diesem Fall den Typ, den zerstörten RAID erkannt und baut es automatisch neu auf. Sie müssen er nur einscannen und erhalten die gewünschten Informationen zurück. Wenn das Programm das zerstörte Array nicht automatisch zusammensetzen könnte, verwenden Sie RAID Constructor. Geben Sie die Art der Erstellung manuell an und drücken Sie weiter. Hier sollten Sie alle bekannten Informationen über das verlorene Disk-Array angeben. RAID-Typ, Reifenfolge und Größe der Blöcke, Anzahl der Festplatten, aus denen er besteht, wählen Sie sie aus der Liste aus und geben Sie die Reifenfolge an. Die fehlenden müssen mit leeren gefüllt werden. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, drücken Sie auf Hinzufügen und es erscheint sofort im Laufwerkmanager. Scannen Sie die gewünschten Dateien und stellen Sie sie wieder her. Das fünfte RAID funktioniert noch, wenn eine Platte ausfällt. Wenn zwei Platten ausfallen, wird es komplett funktionieren. Unfähig und Sie können keine Informationen von einem solchen Array abrufen. In Hetman RAID Recovery können Sie Informationen ohne zwei oder mehr Festplatten wiederherstellen, aber einige Daten werden beschädigt sein. Jede Art von RAID Arrays ist anfällig für Schaden und kann aufgrund von verschiedenen Faktoren ausfallen. Daher ist es wichtig, eine sichere Kopie der darauf gespeicherten Daten zu haben, damit die Dateien wiederherstellen werden können, ohne dass Ihr Arbeitsablauf beeinträchtigt wird. Hetman RAID Recovery ausgestaltet mit allem, was Sie brauchen, um verlorene Dateien von defekten, beschädigten oder formatierten Festplatten-Arrays einfach und bequem wiederherzustellen, unterstützt alle wichtigen RAID-Typen. Mit Hilfe dieses Programms können Sie verlorene Informationen leicht wiederherstellen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat.
stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.